Ja, hallo Guys, ich hatte euch ja letztens, das ist jetzt 4 oder 5 Tage her, Arbeitstage, in Anführungsstriche Arbeitstage, Werktage. Da hatte ich euch beiläufig hier kurz einen Trade vorgestellt von einer Call-Optionsschein, da bin ich in Tranchen reingegangen, ne? Da ging ja halt teilweise runter bis auf 60 Cent. Und da hatte ich insgesamt dann 3200 Stück davon. So zum Einkaufspreis von knapp 2000 dann insgesamt. Jetzt können wir mal kurz auf den Wochenchart, dann sehen wir, oder Monatschart, diese Delle hier. Ne? Da hat sich dann sozusagen auch nochmal meine Kauflimit, die ich bereits hier so, ja, am Anfang März rum, habe mir gedacht, wenn der nochmal zurückläuft, dann hole ich mir den nochmal. Ja. Und hat dann 3200 Stück, wie du hier sehen kannst, habe ich nur noch 2200 Stück. Ich wollte eigentlich raus bei 1,20 und habe aber heute gesehen, dass der extrem schwankt, ja. Also teilweise an einem Tag um 50% und mehr, ja. Und habe eben heute die Gelegenheit wahrgenommen. Ich wollte eigentlich morgen dann rausgehen, letztendlich. Nur um das ganz kurz zu erklären, warum bin ich jetzt früher rausgegangen? Weil mein eigentlicher Ausstiegsszenario war bei 1,20, da hätte ich dann um die 1600 Euro und ein paar zerquetschte Gewinn gehabt. Du siehst, dass ich heute, ich bin ausgestiegen bei 1,2 und hatte bereits 1252 Euro plus die 40 unrealisiert. Das heißt, ich habe letztendlich von dem zu erwartenden Gewinn, ja, von 1600 bereits fast 1300 realisiert, ja. Und das sind ja sozusagen, wie viel sind es? Kann man es genau ausrechnen? Ja, auf jeden Fall mehr als 2/3 und oder so um die 2/3. Ne? Und dann sagt man sich halt, okay. Was ist jetzt das Risiko, dass das Ding wieder abschmiert, ich es ewig nicht verkaufen kann oder ja, im negativen Bereich rum dann dattel oder jetzt einfach mal die Gewinne mitnehmen? Und die haben mir gesagt, im ganzen Umfeld ist ja alles ziemlich volatil und unsicher, nehme ich halt einfach mal hier in der Woche, na, ich habe 2000 Euro eingesetzt, nehme ich halt mal 1250 Euro, 52 Euro und 69 Cent in dem Fall. Aber da bei solchen Trades kann man sowieso nie auf die Nachkommastellen und so weiter. Das ist relativ wurscht. Ja. Nehme ich die Gewinne einfach mal mit. Ne? Also ich habe jetzt einfach mal in ein paar Tagen für 2000 eingesetzt und 3200 wieder zurück. Und jetzt bin ich eben noch mit 200 drinnen. Die habe ich jetzt sozusagen noch gelassen bei 1,20 und ich bin gespannt, ne, ob die morgen ausgelöst werden. Das war ja das eigentliche, was ich mir vorgestellt hatte. Hoffen wir mal das Beste für die Märkte, weil der Microsoft Call Optionsschein hängt natürlich an der Microsoft Aktie, orientiert sich wiederum am Nasdaq, ja. Und also momentan sind die sozusagen die mit ein paar Ausnahmen gehen alle gleich, mehr oder weniger gleich rauf und runter. Ne? Also wenn es rauf geht, geht es rauf, wenn es runter geht, geht es runter. Also es ist ein bisschen, ja, eine sehr volatile, unvorhersehbare Geschichte für so kurzfristige Geschichten, Trades sozusagen. Der ganz große Unterschied zwischen Intraday, CFD-Zocken und Traden und diese ganzen kurzfristigen Geschichten ist, dass du, wenn du, also wir reden hier von einem Investment von 2000 Euro auf einem Depot von über 100.000. Also das heißt, wovon auch noch das meiste in Cash ist. Ja, das heißt also, wir reden hier von 2% oder sowas, ne? 1 bis 2%. Und nur deswegen mache ich das, ne? Du könntest jetzt auch sagen, hey, warum hast du nicht 10.000 eingesetzt? Ja,
Und dann hättest du jetzt halt anstelle von 1250 eben fünfmal so viel. Ja? Also klar, logisch. Ja? Es ist immer in Relation zu dem, was du an Kohle insgesamt hast oder ja, zu deiner Gesamtkalkulation. Und ich habe eben herausgefunden für mich, dass wenn ich hier nur 1 oder 2% Risiko eingehe bei solchen Sachen, dass ich einfach relativ cool bin und meistens die richtigen Entscheidungen treffe. Und wenn ich zu viel zu viel Risiko, dann meistens die verkehrten Entscheidungen, ne? Weil man dann einfach emotional getrieben ist durch entweder zu viel Gier oder zu viel Angst. Und das ist auch ganz wichtige Lektion bei solchen Sachen, bei solchen kurzfristigen Sachen. Nicht nur die Angst ist schädlich, sondern auch die Gier. Genauso wie die Angst, ja, also übermäßig. Das heißt, wenn für dich 1000 Euro oder 2000 Euro oder so nicht übermäßig viel Geld ist, dann kannst du sowas machen. Na, wenn das für mich sind zum Beispiel der Grund, warum ich es nicht mit 10.000 Euro mache, weil für mich 10.000 Euro, ja, dann sind wir im fünfstelligen Bereich, das ist psychologisch einfach so, es ist einfach so, dass das dann schon wieder eine andere Hausnummer ist. Ja. Und ich dann einfach unterbewusst anders reagiere. Ja, da müsste ich mich quasi trainieren und trainieren und trainieren und ja, meine eigene Psyche trainieren und so weiter. Ne? Und irgendwann bist du dann auf einem anderen Level vielleicht mal. Ne? Ich würde mal sagen, vor 5 oder 10 Jahren war ich auch wieder auf einem anderen Level wie jetzt. Ja? Und du kannst, nur wenn du es mit einem Betrag machst, wo du sagst, es ist so fuck you money, ja? Also leck mich am Arsch, Geld. Ja, und dann funktioniert's, dann kannst du auch die richtigen Entscheidungen treffen. Von daher, ja, ich wollte eigentlich einfach nur kurz sagen, wie das ausgegangen ist mit diesem Optionsschein, was natürlich dazu beigetragen hat, dass ich jetzt ungefähr 30% von diesem, von diesem, wie soll ich sagen, ja, diesem schwarzen Schwan, was ich da sozusagen ja, verloren hatte, ne? Also 30% davon mit den Aktien und so weiter im Swing Trading Depot habe ich jetzt wieder gut machen können. Ich bin wieder im grünen Bereich. Ja, ich habe, ja, und von daher, ja, was soll ich dazu noch sagen? Auf jeden Fall, man kann natürlich eine ganze Menge noch viel besser machen, ja. Aber darum geht es ja auch nicht, sondern es geht einfach darum, dass ich euch meine Erfahrungen möglichst transparent mitteile und ansonsten, sodass einfach auch andere Leute davon ihren Nutzen ziehen können. Ja? Es geht ja nicht darum, alles immer perfekt zu machen. Ja? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.